Die Antwort von dir ist halb richtig, halb falsch, meiner Ansicht nach. Das magst du anders sehen, nichtsdestotrotz ist es meiner Ansicht nach nur am Symptom gearbeitet. Der Hund erbricht sich, wir haben häufig so dieses Trockenkotzen. Das heißt, wenn übersäuerte Hunde sich nachts oder früh am Morgen zum Beispiel übergeben, dann ist die Lösung, viele Ernährungsberater, viele Tierärzte geben sie dem Hund abends nochmal so ein Betthupferl. Das ist halt aber eigentlich Bullshit, weil es nur an der Übersäuerung arbeitet und nicht am Grund der Übersäuerung. Ich fahre ja auch nicht in die Werkstatt mit meinem Auto und sag, ich verliere dauernd Öl, und dann verkauft er mir 20 Liter Öl und sagt, naja, dann kippst du, bevor du losfährst, nochmal einen Liter nach. Sondern der guckt, wo läuft das Öl raus. Und genauso machen wir das beim Hund auch. Und das heißt, wir gehen beim Hund hin und überlegen uns, wo kommt's her. Sehr häufig ist es das Thema ritualisierte Fütterung, das zu Übersäuerungen führt. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das heißt, die Hunde werden darauf konditioniert, dass es zu bestimmten Zeiten in bestimmten Ritualen Futter gibt, das dann nicht immer und auch nicht immer schnell genug dann dazu führt, dass der Magen was bekommt. Der Hund produziert nämlich mehr Magensäure, wenn er glaubt, dass er jetzt gleich was zu fressen kriegt. Und wenn das eben nicht passiert, dann werden die Magenschleimwände angegriffen und dann gibt's eine Übersäuerung. Und das sorgt dafür, dass der Hundehalter immer wieder an denselben Symptomen kämpft, anstatt sich zu überlegen, fütter ich und zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Ritualen, beziehungsweise gar keine Rituale. Der Hund weiß nie, wann er Futter bekommt und hat dann immer nur ein paar Minuten Zeit, sich auf das Futter vorzubereiten, nämlich dann, wenn ich damit anfange und auch dann eben füttere. Dann gibt es noch Hunde, die aus anderen Gründen eine Übersäuerung haben. Das kann zum Beispiel wirklich dauerhafter Stress sein. Auch da bringt es nichts, wenn ich dem Hund eine Reiswaffel oder sonst irgendwas morgens gebe oder irgendein anderes Leckerli abends, damit der Magen nachts zu tun hat, sondern da muss ich an den Stressauslösern arbeiten. Genauso, wenn es um Bauchspeicheldrüsengeschichten geht, da bringt es nichts, auch nur irgendwas zu füttern, sondern da muss man gucken, sind vielleicht Enzyme wichtig, verdaut der Hund gar nicht richtig, je mehr ich reinstopfe, umso schlechter wird's für den Hund. Pflanzliche Produkte sind sowieso nochmal eine eigene Geschichte im Hundemagen, inwieweit die da reinkommen sollten, da scheiden sich die Geister. Als absolute Ad-Hoc-Hilfe kann man bei Übersäuerung definitiv Ulmenrinde nehmen, auch Schleimrüsterrinde genannt, die wird ein bisschen im Wasser aufgelöst und kommt dann ins Futter rein, sorgt erstmal als Säureblocker, sorgt aber eben nicht dauerhaft dafür, dass der Hund nicht mehr übersäuert, sondern da muss man an den Ursachen arbeiten und eben nicht am Symptom. Und deswegen ist jeder Tierarzt, der erzählt, drücken Sie abends ein Leckerlis rein, meiner Ansicht nach auch wieder einer, der da falsch in seinem Beruf ist und einfach nicht informiert genug ist. Fortbildung ist Pflicht bei Tierärzten. Nicht jeder Tierarzt bildet sich in den richtigen Bereichen fort. So, und das heißt ganz einfach, wenn der Hund sich übergibt, stopfen auch ganz viele Hundehalter immer wieder noch weiter rein und noch mehr, weil der hat's ja nicht gefressen und der übersäuert deswegen, weil er nichts hat. Anstatt aber erstmal zu gucken, woran liegt's? War es zu viel, war es zu wenig, war es schlecht, verträgt es der Hund vielleicht auch gar nicht. Und wenn der Hund irgendwie einen bakteriellen Infekt hat, dann könnte man zum Beispiel mit der morischen Rübensuppe arbeiten, aber eben nicht bei Giardien, wenn er dann Durchfall zum Beispiel bekommt. Und. Da gibt's tausend Geschichten, wo man erst überlegen muss, wo kommt's her, wie reagiere ich und wie helfe ich dem Hund dauerhaft. Irgendein Leckerli zu geben, ist meiner Ansicht nach keine dauerhafte Lösung, von mir aus in den ersten Tagen, bis man weiß, wohin die Reise geht. Aber ansonsten sollte man sich mit den Ursachen beschäftigen und nicht mit den Symptomen.